Wir haben auch Mautflüchtlinge, also viele LKWs, die hier versuchen, irgendwie ihre Maut zu sparen. Also wir haben hier eine Regionsstraße, ja, wir haben hier eine denkmalgeschützte Brücke, also auch schon schwierig genug. Kann man nur sagen, die gute Zusammenarbeit zwischen Politik und auch Verwaltung ist das sehr positiv jetzt erstmal gelaufen. Ich danke vor allem den Bürgerinnen und Bürgern, Willi Thiele und anderen aus Schloss Recklingen, sicherlich auch aus Wunsdorf, dass ihr auch euch immer wieder gemeldet habt und gesagt habt, Mensch, macht doch da was.